Ja, mein Leben, das war ein reiner Scherbenhaufen. Ich war schwer kriminell, deswegen war ich auch mehrfach inhaftiert worden, verurteilt worden. Ich hatte Hass auf meine Mutter, auf meine Mitmenschen, auch auf mich. Deswegen wollte ich mir auch zweimal das Leben nehmen. Aber durch Jesus Christus und mit Jesus Christus und seinem Wort habe ich gelernt, das alles loszulassen, wurde davon befreit und durfte mit seiner Hilfe ein neues Leben beginnen, ohne Menschenhass und ohne kriminelle Aktivitäten.